Ja, die Anja ist, wir lernen sie kennen als junge Studentin, die ihr Geldbeutel ein bisschen aufbessern möchte und deswegen auf das Haus von einem Ärztepaar aufpasst und dadurch eigentlich ihren Mann kennenlernt, ihren zukünftigen, der als Richter arbeitet am Gericht. Und sie ist jemand, die, glaube ich, nicht so genau weiß, wo sie eigentlich hin möchte und was sie so erwartet und hat, glaube ich, auch durch die Erziehung ihrer Mutter einfach ganz viele Sachen nicht gelernt. Also hat so eine befangene Art, kann nicht wirklich direkt mit Leuten kommunizieren, ist sehr introvertiert und zurückhaltend und definiert sich, glaube ich, dann stark über die Männer, die sie auch trifft. Und das wird ihr auch zum Verhängnis.